Hallo YouTuber, es ist schon wieder soweit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder mit irgendeinem Mecker-Video komme, aber heute hat's im Fass mal wieder den Boden ausgeschlagen. Ich war letzte Woche in Obi und wollte mir für meine USV-Projekte noch ein paar Schuko-Kupplungen holen. Gesagt, getan. Denke mir so, na, lässt du mal die Kamera mitlaufen. Man weiß ja nie, vielleicht was Brauchbares dabei. Und ja, nachfolgend Ausschnitt aus dem Video. Und da fällt er, also wie ich im Video auch schon sage, wirklich was aus der Hose. Es kann's echt nicht sein. Ja, der Aufreger der Woche, ne? Ja, schaut euch mal an und dann dürft ihr gerne was posten, kommentieren. Ja, nur gespannt. Und noch dazu sagen, die Firma Obi selbst kann dafür nichts. Die kaufen ein, beim billigsten, wie alle anderen auch. Und es trifft halt jetzt Obi. Ja. Da kann keiner von uns was dazu. Ja, sollen die mal mit ihrem Einkäufer klären, was sie da für einen Schrott eingekauft haben. Na denn, viel Spaß beim Video. Ciao. Wie bitte? Schaut euch das an. Hier. Was ist das für eine Scheiße? Ist aufgenäht und locker. Ey. Ist nicht wahr, oder? Ah, da fehlt mir fast was aus der Hose jetzt. Was mit dem Fokus? Ja, locker. Was ist das für ein Müll? Das glaubst du nicht. Dreck. Naja, wer billig kauft, schauen. Haben wir die Niete nachgeschlagen. Ja, markieren das Kabel und beobachten. Eigentlich gehört das Ding sofort in die Tonne. Aber ich will das jetzt wissen. Ey, du kriegst nur noch Schrott angedreht. Und wenn der, wer jetzt sagt, wer billig kauft, kauft zweimal, stimmt zwar. Aber so Dinge haben Zulassung, ja? Also kann ich erwarten, dass sowas nicht vorkommt. Ist egal, ob das Auto 5.000 oder 50.000 Euro kostet. Oder Dollar oder was auch immer. Wenn die Kiste nicht fährt, dann taugt sie nicht. Denn diese Geld keinen Cent wert. Das ist doch wieder. Ich muss ein eigenes Video schon wieder drüber machen.